Nach welchen Logiken, wenn man das mal versucht aufzudröseln, kann ich vielleicht das in drei Schritten mal erklären, wie diese Logiken überhaupt funktionieren von den Algorithmen, wie das passiert, so auf einer Metaebene möchte ich Ihnen das mal beschreiben. Das erste ist einfach die Filterlogik. Man muss zum Beispiel in dem Google-Index überhaupt auftauchen, man muss aufgenommen werden. Solange Sie nicht in diesem Index von Google erscheinen, solange Sie da nicht mit drin sind, wird Ihre Seite oder Ihr Angebot nie auftauchen. Das merken Sie, wenn Sie zum Beispiel Ihre Webpages mal umbauen. Wir haben das hier am Institut gemacht. Das dauert eine gewisse Weile, bis Sie dann wieder auftauchen in diesem Index. Das passiert durch dieses Scrolling. Also Google hat ja inzwischen, da es schon sehr lange am Markt ist, natürlich einen Wahnsinnsvorsprung in dem Sinne, den andere Anbieter gar nicht mehr aufholen können, weil sie natürlich über eine gewisse, über die Technik verfügen und dann natürlich auch dieses Aufnehmen von ihrem, was ist in dem Index von Google, das ist natürlich inzwischen sehr elaboriert. Also das ist die erste Grundbedingung, sie tauchen in diesem Index auf. Wann ist es eingeschränkt? Das kann zum Beispiel durch staatliche Zensur passieren. So in China zum Beispiel. Also das heißt, wenn bestimmte Seiten bewusst rausgenommen werden, also da gibt es ja Anfragen auch an Google, dass bestimmte Seiten gar nicht auftauchen dürfen, die sind von vornherein weg. Oder wenn zum Beispiel Facebook auch bestimmte Seiten oder bestimmte Meinungen oder Meinungsäußerungen wegnimmt, weil sie gegen Normen zum Beispiel verstoßen, auch gegen ihre eigenen Normen oder einfach gegen gesellschaftliche Normen. Also das bedeutet, es gibt auch eine ganz bewusste Zensur, die aber vielleicht jetzt nicht, abgesehen von bestimmten Staaten, das Ausschlaggebende ist. Das ist die wirkliche Filterlogik, also was taucht auf. Die andere Logik ist die Sortierlogik. Das bedeutet, was taucht oben auf und was taucht weiter unten auf. Also weil wir wissen, das kann ich Ihnen gleich nochmal zeigen, wir wählen immer die Treffer, die Listen oder die Treffer aus den Trefferlisten, die ganz oben stehen, die wählen wir aus. Aber nicht die auf Seite 15, auf Seite 20 oder Seite 100 sowieso nicht mehr. Also das heißt, auf der ersten Seite, die ersten Treffer, die haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, ausgewählt zu werden. Und das bedeutet also, welche Seiten erhalten hier überhaupt Aufmerksamkeit? Also von ihrer Wahrnehmung, welche gelangen überhaupt in ihr Wahrnehmungsfeld, welche können überhaupt ausgewählt werden. Und dann ist wieder die andere Seite, wenn wirklich jetzt aus einer bestimmten Auswahl von Treffern, von den ersten, welche populären Seiten werden überhaupt bevorzugt, also welche kommen nach oben, welche nicht. Und wie beeinflusst jetzt zum Beispiel diese Empfehlungen von den einzelnen Nutzern diese Auswahl? Also ist es dann, habe ich Ihnen schon Beispiele gezeigt, viele Anbieter führen das auf, was am meisten empfohlen wird, was am meisten angeklickt wird, was am meisten kommentiert wird. Auch das beeinflusst dann wieder Ihre Auswahllogik oder Ihre Bewertungslogik. Da ist natürlich die Frage, was steht oben? Ist es ein bestimmter Typus von Angeboten? Zum Beispiel bei Google taucht ja immer auf den ersten, in den ersten Treffern Wikipedia auf. Und da ist die große Frage, ist es eine bestimmte Art von Treffern, die oben stehen und sind es aus Qualitätssicht die besten oder sind es stärker unterhaltungsorientierte Angebote? Was ist wirklich in diesen oberen Rang rein? Das wirklich große Problem ist die Personalisierungslogik, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, nämlich welche Ergebnisse werden für die einzelnen Nutzer angezeigt? Das bedeutet, der Algorithmus ist personalisiert, den setzt Google, beispielsweise Google, schon eine ganze Weile ein. Bedeutet, dass Sie dann natürlich entsprechend angepasste Trefferlisten bekommen. Also Google lernt aus Ihrem Suchverhalten, sage ich jetzt mal, die Maschine lernt aus Ihrem Suchverhalten, der Algorithmus, und passt sich an. Wenn Sie jetzt ein Mensch sind, ganz vereinfacht gesprochen, sie interessiert Sport und dann interessiert sie noch die Region, in der sie leben, Mainz, Schiersteiner Brücke oder irgendwelche Ereignisse hier in der Region, alles andere blenden sie aus, dann könnte der Algorithmus so zugespitzt sein, dass sie auch nur noch in diesem Themenkreis bleiben, extrem ausgedrückt. Und dass sie dann, das merken sie aber auch zum Beispiel, wenn sie Angebote suchen, Urlaubsangebote oder kaufen, die Werbung wird ja darauf auch abgestimmt. In den nächsten Wochen kriegen Sie viele Werbeangebote, die dann passend auf diese Suche abgestimmt sind.
Ist Ihnen vielleicht schon mal aufgefallen, Sie müssen die Suche dann wieder löschen, Sie müssen sich quasi, Sie müssen es wegnehmen, dann hören auch diese Vorschläge auf, die dann passend zu dieser Suchanfrage generiert werden. Also das Ganze ist nicht nur bei Google, bei der Suchmaschine kommt es zum Tragen, sondern auch in sozialen Netzwerken. Da funktioniert dieser Personalisierungsalgorithmus, da ist wirklich nicht viel, also da ist nicht viel bekannt darüber, aber man weiß, es orientiert sich dann an Ihren Sozialkontakten. Also wenn Ihr Freundeskreis so ein ganz spezifisches Themenfeld aufmacht, weiß ich jetzt nicht, also über bestimmte Musik, über bestimmte Kneipen, über bestimmte Themen, die Sie interessieren, die Sie teilen mit diesen Freunden, mit Ihrem Bekanntenkreis, dann weiß man das auch aus der Offline-Welt. Es gibt sehr homogene Sozialkontakte, also Sie suchen ja sich die Leute aus, die zu Ihnen passen. Ja? Also das sind immer ähnliche Interessen, die Sie da verbinden. Und ähnlich läuft es auf Facebook ab, dass diese ähnlichen Interessen, so wie jetzt die Meldung am Anfang, die ich Ihnen vorgestellt habe, Facebook will das noch stärker auf diesen Freundeskreis abzielen. Die große Frage ist, wie das jetzt insgesamt wirkt. Darüber weiß man eigentlich so gut wie nichts. Ja. Man weiß, es gibt einzelne Forschungsbereiche, zum Beispiel zur Personalisierungslogik von Facebook. Es gibt erste Studien eben zu dem Einfluss von Suchmaschinen. Es gibt Studien zum Beispiel im Suchmaschinenmarkt über die Sortierlogik, also wie wir auswählen über diese Trefferlisten. Gibt es auch in der Informationswissenschaft viele Studien, also auch aus einem technischen Bereich, aus dem Bereich, also jetzt nicht aus dem kommunikationswissenschaftlichen Bereich. Und wie das jetzt zusammenspielt, darüber wissen wir eigentlich noch sehr wenig. Ein Schlagwort ist in der öffentlichen Diskussion, wird immer wieder genannt, das ist dieses Schlagwort, was ganz unten hier steht, nämlich die sogenannte Filterbubble, die Filterblase. Ich habe Ihnen das Buch mal hier aufgeführt, das ist das Cover. Ich weiß nicht, sagt irgendjemand von Ihnen dieser Begriff was? Also diese Filterblase von Eli Pariser, er hat selbst als Nutzer irgendwann mal gemerkt, dass Facebook eben bestimmte Meldungen vorenthält, also dass er über bestimmte Themen so nicht informiert wird, obwohl die auf anderen Plattformen, zum Beispiel auf Twitter, sehr aktuell waren und ganz oben als Top-Themen gelistet waren, fand er die auf Facebook nicht. Und nur so eine reine Beobachtung, über die er hinausgeht und das systematisch dann versucht hat zu analysieren, und daraus ist dieses Schlagwort entstanden, der Filterblase, was dann in anderen Artikeln mit anderen Metaphern auch aufgegriffen wurde, nämlich die sogenannten Echo Chambers zum Beispiel. Also alles geht eigentlich, egal welches Schlagwort man benutzt, es ist die Sorge oder die Befürchtung steckt dahinter, dass diese Themenwahrnehmung sich so stark verengt, dass wir in so einer Art, in unserer ganz eigenen Welt leben, in unserer eigenen Filterblase und dann den Blick über den Tellerrand hinaus, also dass wir den nicht mehr machen oder dass wir den gar nicht mehr machen können, weil eben durch die technische Vorauswahl diese Verengung stattfindet, also wirklich so ein Trichtermodell und dass die ganz spezifische Sichtweisen, man spricht ja auch häufig von Weltbildern, dass sie die nicht mehr wahrnehmen können. Die verengen sich, sie sind auf ihren kleines Weltbild, sage ich jetzt mal, eingeschränkt. Das ist ja so die Vorstellung, die dahinter steckt, dass es ein enges Bild ist, dass das nicht sich erweitert und dass man dann so auch gar nicht mehr zufällig auf Informationen stößt. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine Wochenendausgabe von einer großen überregionalen Zeitung aufblättern und durchschauen, da gibt es ja viele Themen, die nehmen Sie vielleicht wahr, die hätten Sie so nie wahrgenommen, wenn Sie nicht jetzt jemand darauf verwiesen hätte. Und wir wissen aus Studien, in einer Zeitung, in einer gedruckten Zeitung, in einer Papierzeitung, verläuft es eben über die Schlagzeilen, über die Fotos und über dieses Blättern. Und es ist eine andere Art von Lesen, eine andere Art von Aufnehmen. Und da ist man sich sicher, dass man auch zufällig auf Themen stößt, die man normalerweise vielleicht so nicht wahrgenommen hätte. Und hier ist der die Befürchtung, dass man aus dieser Blase nicht mehr rauskommt, dass die anderen Themen keine Chance mehr haben, reinzukommen.
Und daraus wird dann auch in der Kommunikationswissenschaft ist diese These der Fragmentierung des Publikums, der Fragmentierung der Öffentlichkeit. Also es gibt nur noch diese kleinen Teilöffentlichkeiten. Und wir kommen gar nicht mehr zusammen zu diesem gemeinsamen großen Publikum, so wie früher, über bestimmte Fernsehsendungen als Anknüpfungspunkt. Und da ist die große Sorge, dass dann die Medien ihre Integrationsfunktion, so wie sie früher gegeben war, nicht mehr erfüllen können. Also das ist jetzt wirklich das Szenario sehr negativ beschrieben, so wie bestimmte Netzkritiker es machen. Und die sprechen auch zum Beispiel, deswegen habe ich das als Titel noch angeführt, als in die Überschrift gesetzt, über von algorithmischer Zensur. Zensur in dem Sinne, weil es auch schon Fälle gab, wo Facebook ganz bewusst was manipuliert hatte. Das kam zum Beispiel auch dann an die Öffentlichkeit. Also wo die natürlich auch damit spielen oder das richtig ausprobieren können und dann schauen können, was passiert dann überhaupt. Und ob das dann wirklich eine Form von technischer Zensur ist, darüber kann man wahrscheinlich streiten, ob das wirklich algorithmische Zensur ist. Ja, ich habe jetzt immer von Facebook und Google gesprochen und Amazon habe ich schon genannt. Also es gibt verschiedene Beispiele. Vielleicht noch einen, ich glaube, die Punkte hat man jetzt schon, die habe ich schon alle genannt, aber ein Punkt oder ein Beispiel, noch ein anderes Beispiel. Die Netflix-Geschichte, der Streaming-Anbieter, der Video-on-Demand-Anbieter, der ist seit kurzem auch auf dem deutschen Markt, ist seit letztem Herbst. Auch ein Beispiel, aber aus einem ganz anderen Bereich, also jetzt nicht keine Suchmaschine, kein soziales Netzwerk, sondern eben ein Video-Streaming-Dienst. Und er ist so erfolgreich außerhalb, also in den USA vor allem und in vielen anderen Ländern der Erde, sehr erfolgreich, weil man ihm nachsagt, dass er durch Algorithmen und durch Big Data, Schlagwort Big Data, also die Nutzungsweisen der Abonnenten systematisch analysieren kann. Das heißt, und systematisch verknüpfen kann ähnliche Präferenzen und ähnliche Filmfans, Liebhaber und natürlich auch einfach sieht, wenn einer jetzt eine bestimmte Serie schaut, was gefällt ihm noch, was klickt er an, was überlegt er sich überhaupt. Und dazu haben die ein System entwickelt, die haben alle ihre Filme, ihr Angebot in sogenannte Mikro-Genres eingeteilt. Angeblich habe ich gelesen in einem Bericht über 70.000 solcher Genres. Die haben dann sehr fantasievolle Namen, Gritty Suspenseful Revenge Western zum Beispiel, was auch immer da reinfällt. Und mit diesen einzelnen Mikrogenres versuchen sie diese Nutzerprofile zu verbinden und so ganz passgenau zu analysieren, was gefällt den einzelnen Abonnenten und was können wir dem noch anbieten. Es gibt unterschiedliche Stimmen, ich selbst nutze es noch nicht, wie gut diese Empfehlungssysteme sind und ob sie wirklich immer diesen Geschmack der Filmeliebhaber treffen. Aber ein Beispiel ist schon legendär, nämlich House of Cards, kennen Sie bestimmt die Serie, produziert von Netflix und wurde eben ohne jeglichen Piloten, ohne Testfolge produziert, was ganz untypisch ist für die Filmbranche. Also man hat gar nicht geguckt, ob diese Serie ankommt. Man war sich so sicher durch die Analyse der Daten und hat herausgefunden, dass diese Genre mit bestimmten Schauspielern auch verknüpft ist. Und dann hat man eben gesagt, das muss der Hauptdarsteller sein und den gebe ich in die Serie und dann mit der Handlung, dann wird es ein Erfolg und es ist ein super Erfolg geworden. Und das ist so dieses legendäre Beispiel, was oft angeführt wird, wo man weiß, was man eigentlich mit der Analyse auch algorithmengesteuert erreichen kann und wie viel man eigentlich über die Nutzerpräferenzen herausfinden kann.